Ja, extrem geil. Ich glaube, das haben wir alle vermisst. Und ja, war ein wunderschöner Tag heute. Ich glaube, das Wetter war geil, Fans waren da, wir haben geilen Fußball gespielt. Traumhaft. Ja, Wahnsinn. Also richtig geil, wie die Fans Stimmung gemacht haben im Spiel und jetzt auch danach, wie wir mit den Fans gefeiert haben. Waren einfach pure Emotionen und war einfach richtig geil. Man hat richtig Gänsehaut gehabt. Ja, unglaublich. Es war super Stimmung, auch wenn es nur 3000 waren. Es hat sich angefühlt, wie wenn es voll wäre, Stadion. Und ja, ich freue mich extrem über das 3-0. Das war ganz wichtig. Jetzt haben wir den Grundstein gelegt fürs zweite Spiel. Ja, geil. Ich habe lange auf den Moment gewartet. Ja, wir haben heute gesagt, für die Fans, wir wollen unbedingt die mitnehmen, Vollgas geben. Du bist der Beste! Du bist der Beste! Und ja, wollten die mitnehmen, haben wir, glaube ich, gut geschafft. Wir haben Gas gegeben und 3-0, wir sind natürlich sehr glücklich. Ja, also ich glaube, die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, wobei wir die viel besseren Torchancen hatten. Und zweite Halbzeit haben wir dann komplettes Kommando übernommen und extrem dominiert, finde ich. Und ja, ich glaube, man braucht es aber eh nicht betonen, es ist noch nichts erreicht. Am Sonntag ist ja ein extrem wichtiges Spiel und wenn wir das nicht genau so angehen, dann werden wir da schön schauen. Ja, also erste Halbzeit war es ein bisschen schwierig. Wir sind viel gegen den Ball gelaufen, aber haben es trotzdem gut gemacht, haben gut gefightet, immer wieder Gas gegeben und haben dann auch das 1-0 geschossen. Und dann auch weiterhin verteidigt und ich denke, das haben wir dann auch, also die erste Halbzeit haben wir dann gut über die Bühne gebracht und dann in der zweiten Halbzeit dann nachgelegt. Ja, ich denke, da wird jetzt sicher mehr Ballbesitz gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber wir haben trotzdem super dagegen gehalten, waren präsent in die Zweikämpfe und waren vor dem Tor heute sehr effizient und gut. Ja, ich denke, wir sind gut angelaufen, wir sind kompakt gestanden. Ich freue mich auch für den Joe, der hat die Saison nicht immer eine einfache Phase gehabt. Das war super für die Jungen, Jukic, Fitz, Zakaria, freue ich mich natürlich sehr. Und ja, wie gesagt, 3-0 ist super, aber es heißt 50%. Ich habe leider schon schlimme Sachen erlebt. Sicher, wir wollen dort ein Tor schießen, dann wird es natürlich schwierig, aber wir erzielen trotzdem viel Qualität und da müssen wir aufpassen. Na, also ich glaube, Montag hat schon extrem Bock gemacht zum Kicken und heute wieder und dann sicher, wenn man merkt, die Fans im Rücken, die bejubeln jeden Pass, dann willst du noch nach vorne spielen, aber ich glaube, es war jetzt nie so, dass Harakiri war. Wir haben immer mit einer gewissen Absicherung gespielt und ja, es hat Spaß gemacht. Ja, ich denke, wir verstehen uns auf dem Platz, neben dem Platz sehr gut und also da stimmt einfach die Chemie und ich denke, das sieht man dann auch auf dem Platz, wie wir zusammen harmonieren.